Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Siedler 2 Let's Play. Und wie man sieht, scheint das, wo ich beim letzten Mal rumgerätselt habe, was das wohl werden wird, doch eher ein random Bauernhof einfach nur zu sein und gar kein Militärgebäude. Was mich jetzt doch ein wenig erstaunt, weil der hier ja so gar keinen Sinn macht. Ja, aber das sieht mir wirklich sehr nach entweder einem Bauernhof oder Eselszucht oder Schweinezucht oder so aus. Ja. Das an der Seite könnte entweder ein Kornspeicher sein, wie ich ihn da vorne habe, oder eventuell sowas, wo dann Tierchen rein oder rausgucken. Aber ich glaube tatsächlich ein Bauernhof. Aber ist ja alles halb so wild, da meine Burg sich darum sowieso bald kümmern wird. Und jetzt Schock, irgendeine Spezialburg, wo nur ein ziemlich seltsames Aussehen hat. Naja, jetzt ist die Tür offen, jetzt werden wir gleich sehen, wer vorbeiläuft. Bin mal gespannt, wie lange es dauern wird. Wobei der trägt da auch schon wieder Holz nach oben. Vielleicht kann jetzt da mal ein Erkunder durchschlupfen. Weil es mir fast so aussieht, als ob da jetzt schon ein Weg wäre, den man durchwandern kann. Aber jetzt ist gleich meine Burg fertig. Und mit der fertigen Burg werde ich tatsächlich hier dann nochmal Münzen auslagern. Nee, der Kunde kann immer noch nicht durch. Aber bald. Okay, Münzen auslagern. Die sollen da direkt. Aber gib ihm. Ja, das ist ein Bauernhof. Einfach ein random Bauernhof hingestellt. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber ich will auch nicht unbedingt sagen, dass ich traurig drüber bin, da er dadurch doch Stein verschwendet hat. Hier ist seine Burg. Und hier kommt ein Wachturm hin. Und ich hoffe, ich habe genug Zeit, um meine Soldaten auszubilden, bevor er mich angreift. Bislang ist er noch nicht auf dem Weg. Und wenn ich hier noch ein bisschen weiter absteine, kann ich hier wahrscheinlich auch meine Katapulte hinstellen. 2, 3, 4, 5 sind auf dem Weg. Ich kann hier mehr als 5 reinhauen. Eine weitere ist auf dem Weg. Das heißt, sollte ich noch eine auf den Weg machen. Kann sich gleich noch mal eine auf den Weg machen. Was ist denn los? Keine weiteren Steinbestände. Hier kommt dann der nächste Steinmetz hin. Zwei, drei, vier, fünf. Drei, vier, fünf. Eine weitere will ich noch losschicken. Zack. Ach, ich will noch eine weitere losschicken, habe ich gesagt. Zwei, vier sind da. Eine weitere losschicken. Komm, schnappst du dir. Na, ihr Trottel wollt die jetzt liegen lassen oder was? Okay, jetzt und mit der letzten Münze gibt es dann einen Münzstopp. Dann sind hier auch gut ausgebildete Männer.
Mal gucken, jetzt sollte aber der Weg wirklich genug sein, dass da ein Orkundo mal entlang spazieren kann. Vielleicht auch sich einfach nur geschamig und weiß nicht genau, wo er hinlaufen soll. Schicke ich ihn mal genau dahin. Ah, doch, der läuft jetzt los. Schön. Habe ich halt noch einen zweiten, der aus irgendeinem anderen Lager kommt und deswegen ziemlich lange brauchen wird, bis er da ist. Aber sei es drum. Da ist eine Mühle. Den Bauernhof habe ich hier ja kaputt gemacht. Da haben wir eine Eisenschmiede. Da haben wir eine, keine Baracke, sondern eine Wachstube. Bergwerke. Komm, mich würde es echt freuen, wenn du hier noch ein bisschen weiter gehst. Kann ich mal gucken, ob ich das hier verbinden kann. Ja, okay. Hier müsste ich noch ein bisschen weiter Stein abbauen. Das mache ich bei nächster Gelegenheit sogar auch. Einfach nur, dass ich hier auch noch mal ein bisschen mehr Sicht reinbekomme. Meiner Kunde geht schon wieder nach Hause, aber da läuft schon der zweite. Schön. Da ist ein Katapult. Ah, das dürfte nicht bis ganz darüber reichen. Und hier habe ich wirklich eine gut ausgebildete Defensive. Das heißt, wenn ich hier genug Platz habe, um selber Katapulte zu bauen. Ich frage mich echt, die haben für jedes Volk haben sie andere Gebäude und so weiter. Nur nicht für die Katapulte. Die Katapulte sehen bei jedem Volk gleich aus. Warum? Generell sind so Bunker-Katapulte doch etwas selten, seltsam in dieser, in so einer doch eher, ja, eher antik angehauchten Welt. Aber sei es drum, wenn sie schon so Katapulte bauen als Gebäude, hätte ich doch wirklich schön gefunden, wenn sie für auch für jedes Volk, es gibt ja auch nur vier Völker in dem Spiel, da auch wirklich so ein eigenes Sprite für das Katapultgebäude gemacht hätten. Weil alle anderen Gebäude sind ja einzigartig. Nur die Katapulte halt nicht. Ja, trotzdem sehr, sehr schönes Spiel. Glaube, das kann hier nicht mehr erreichen. Ich muss schon hier vorne irgendwo bauen. Wobei ich es einfach mal probieren könnte. Ich habe so extrem viel Stein. Ich probiere es jetzt einfach aus, ob hier ein Katapult schon bis zu der Burg reicht. Ich glaube es zwar ehrlich gesagt nicht, aber ich probiere es trotzdem aus. Ansonsten, wenn ich hier genug abbaue, werde ich garantiert nochmal ein, zwei hinbauen können. Direkt an die Front. Und der baut das Katapult ja auch eher zur Verteidigung, dass wenn ich hier angreife und tatsächlich seine Burg einnehme, der seine eigene Burg beschießen kann. Und ich baue ja meine Katapult eher aggressiv. Das heißt, um da, wo ich angreifen will, wirklich drauf ballern zu können. Weil in dem Fall ein defensives Katapult hier auch gar nicht so verkehrt wäre, falls diese Burg hier tatsächlich fallen wird, dass die Burg dahinter das Katapult hier noch beschützt und dann da drauf geballert werden kann. Und ich habe, wie gesagt, so unendlich viel Stein. 750 Stein bereits. Tendenz steigend. Da ich hier ja auch noch mit meiner Burg sein Steinmetz kaputt gemacht habe, der irgendwo hier war. Hier hat er ja seinen Bauern gebaut, ja, seinen Farmer gebaut. Hier irgendwo war ja sein Steinmetz. Oh ne, sein Steinmetz muss ja weiter hinten gewesen sein, weil hier ja bis gerade noch alles voller Stein war. Da ist sein Steinmetz. Ich habe gemerkt, das wäre ein Holzfäller.
da so viele Viecher. Ich würde hier gerne auch einen Jäger hinbauen, dass ich einfach mal sein Wild jage. Aber nein, mache ich nicht. Ich würde gerne hier einen Steinmetz hinbauen. Und dafür den hier einfach abreißen. Ich warte jetzt, bis das nächste Mal raus bzw. wieder reinläuft. Um einfach zu sehen, dass nicht der hier der ist. Doch, genau der ist es. So, das heißt jetzt, da du deinen Stein abgeliefert hast, wirst du abgebrannt. Und dann hoffe ich, dass nachdem hier das Feuer weg ist, ich hier schon mal einen Katapult hinbauen kann. Das ist ja doch eine etwas größere Fläche ist. Dann machen wir hier noch einen Weg. Nee, hier keinen Weg. Hier kann ich bald ein weiteres Katapult hinbauen. Also, wenn der hier schon treffen kann, dann werde ich hier nochmal ein Katapult hinbauen. Was ich eventuell auch machen könnte, theoretisch, wäre hier eine Wachstube mit nur einem einzigen Soldaten hinstellen, hoffen, dass er meine Wachstube angreift. Und wenn er dann meine Wachstube eingenommen hat, mit einem Katapult draufballern. Tja. Nee. Erstmal warten, ob ich hier einen Katapult hinbauen kann. Doofe Idee. Keine weiteren Steinbestände, aber darum habe ich mich doch schon gekümmert, glaube ich. Militärgebäude besetzt. Ja, die haben beide Steinbestände. Komm, hör auf zu brennen. Dass vielleicht heute doch noch ein bisschen Action losgeht. Ich habe so Schiss vor dem Roten hier, wenn ich ehrlich bin, dass der hier angreifen wird, sobald ich da mit dem Gelben ein bisschen in Probleme gerate. Mich so wirklich dahinter absichern kann ich halt auch nicht. Da habe ich nur dann diese eine Burg, wo dann so ein bisschen den Schaden auffangen kann, bevor ich hier voll einfach so seitwärts reinmarschieren kann und dann, ja, also klug ist die KI eigentlich nicht. So, jetzt haben wir hier noch diese Trümmer. Wenn die Trümmer weg sind, dann dürfte ich bald sehen, was ich hier bauen kann. Komm, ich will jetzt endlich sehen, ob ich hier was Besseres bauen kann. Oder ob die Aktion... Ja, ich kann von da hinten aus schon treffen. Das ist sehr gut. Hätte ich das ein bisschen früher gewusst. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Zack. Und jetzt geht's Geballer los. Nö, ich kann hier nichts Größeres bauen. Noch nicht. Aber das Geballer ist hier schon losgegangen. Da hat er jetzt irgendwas abgerissen. Was will er da hinbauen? Oder warum hat er da was abgerissen? Ich habe es nicht mitbekommen. Aber ich habe offensichtlich schon mindestens einen Soldaten kaputt gemacht. Statistik. Militärmacht. 484. Eisen gefunden. Ja, danach habe ich gesucht. Wo? Ui, ui, ist das viel. Oh, aber der Mensch freut sich. Hoffen wir einfach, dass hier außenrum noch ein bisschen mehr ist. Ja, Granit ist mir sowas von bisher noch, aber ich... Komm.
Einfach nur zur Sicherheit, falls mir doch noch irgendwann tatsächlich irgendwie Stein ausgehen sollte. Und ach, daneben. Granit gefunden, ja. Einmal reicht's aber jetzt auch. Ich baue hier immer noch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Steinmetzen gegen einen ab. Ah, vielleicht war da hinten noch mal ein Steinmetz. Ja, das schien mir auch ein Treffer gewesen zu sein. Schade, dass man es bei der Burg nicht anhand der Fähnchen sieht. Hier bei so Wachstuben hat man ja drei Fähnchen, wenn drei Soldaten drin sind. Einer, wenn eine drin ist, zwei, wenn zwei drin sind. Und bei diesen Wachtürmen kannst du auch noch sehen, weil die genau fünf Fähnchen haben, aber bei fünf Fähnchen hört es halt auf. Wenn ich das richtig sehe. Vielleicht sind es sogar nur vier. Nee, ich glaube sogar, dass schon bei vier Fähnchen aufhört. Gucken wir mal einfach hier. 485 Soldaten. Das wird irgendwie immer mehr anstatt weniger. Und Rot fängt wieder an zu expandieren, wie es aussieht. 486 und mein Steinchen fliegt. Kohle gefunden. Wo habe ich Kohle gefunden? Kohle ist immer gut. Hier habe ich Kohle gefunden. Bauen wir ein Kohlebergwerk. Wie sieht mein Inventur eigentlich gerade aus? Wieder sehr wenig Kohle, sehr, sehr viel Eisen. Nahrungsmittel, Kohle, Eisen. Vom Gold her passt jetzt eigentlich auch nicht mehr. Bisschen mehr Gold. 484. Ich schieße. Ah, 486, immer noch. Und bei den besiegten Gegnern zählt es ja nicht mit rein. Produktivität bin ich zumindest viel höher als die beiden. Und beim Gold hole ich so ganz langsam auf. Nur immer noch viel, viel weniger Soldaten. Aber dafür viel, viel mehr Stein. Und wer braucht schon Soldaten, wenn er Stein hat? Weiß doch jeder, ein Stein ist härter als ein Soldat. Und wie es aussieht, kill ich da schon regelmäßig Soldaten, aber die Militärmacht geht trotzdem irgendwie nicht runter. Warum, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass die Militärmacht auch damit zu tun hat, wie viele Soldaten man bereits ausgebildet hat, wenn ich ehrlich bin. Weil hier habe ich auch ein paar größere Sätze gemacht. Und nicht, weil ich irgendwie viele Soldaten ausgebildet hätte, sondern das war jedes Mal da, wo ich eine Burg gebaut habe. Und ja, sieht man hier immer ein bisschen konstant gleichmäßig nach oben. Und dann habe ich hier gescheit ausgebildet und ich mache einen Hopser. Und ich mache einen Hopser. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie viele Soldaten einen höheren Rang haben. Nicht nur, wie viele. Ja, meine Waren nehmen auch stetig zu, was schön ist. Einwohner habe ich mehr, Gebäude habe ich weniger, aber durch meine doch ein Stück höhere Produktivität als meine Gegner läuft einfach. Komm, und jetzt Steine ballern. Seit 30 Minuten nicht mehr gespeichert. Gut, dann machen wir hier Schluss. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Servus.